Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt, endlich hier auf meinem Kanal. Die Motorsportsaison hat wieder angefangen. Formel 1 2018 ist draußen, ich habe mich mega gefreut. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Formel 1 Freak wie vielleicht andere, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ein neues Formel 1 Spiel rauskommt. Ich habe das früher immer gerne gespielt, wir haben ja auch Formel 1 2017 gerne zusammen gespielt. Oder ich habe gespielt, ihr habt geguckt und so wollen wir das in 2018 auch machen. Ich habe mir das so gedacht, wir starten natürlich wieder eine Karriere, aber ich werde das nicht so langatmig machen, wie ich das bei Formel 1 2017 gemacht habe. Dort habe ich ja erstmal ein Part fürs Qualifying hochgeladen und dann fürs Rennen und das war dann zu viel. Und ich mache jetzt Qualifying und Rennen in einem Part. Heißt also, ich werde Blitz-Qualifying einstellen und dann halt das Rennen fahren und auch wieder ein Highlight zusammenschneiden. Wenn es euch gefällt, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dem ganzen Projekt einen Daumen nach oben gebt und ein Abo natürlich da lasst, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt von Formel 1 2018. Wir fangen jetzt einfach mal an. Mal schauen, vielleicht machen wir sogar in dem ersten Part schon unser erstes Rennen. Das muss ich mal sehen. Ihr habt ja gesehen anhand des Thumbnails, wo es hingehen soll. Ich habe mich für Ferrari entschieden. Einfach weil Vettel leicht zu photoshoppen war. Nee, einfach weil ich auch ein bisschen Ferrari-Fan bin, muss ich sagen. Muss ich auch zugeben. Aber ich hätte auch zu Red Bull gehen können oder zu Mercedes. Das wäre eigentlich ganz nice gewesen. Ich hätte auch bei einem kleineren Team anfangen können. Aber ich wollte einfach mal bei einem guten Team zu Beginn anfangen. Wir können ja dann immer noch mal das Team wechseln, wenn wir dann das auch mal endlich in einem Livestream bringen. Also, Ferrari, der Kampf um den Meistertitel. Dieses Team gibt sich in Rennen und Meisterschaft nur mit Siegen zufrieden und erwartet von seinen Fahrern auf höchstem Niveau zu agieren. Der Teamleiter ist Maurizio Arrivabene, heißt er so? Ich hoffe. Das Hauptquartier ist in Maranello in Italien, Fahrwerk SF71H und Motorenhersteller Ferrari. Da kenne ich mich halt nicht so gut aus. Da könnt ihr mir natürlich auch Hilfestellung geben und auch ein paar Tipps geben, falls ihr Motorsport-Freak seid und falls ihr euch mit dem Spiel ein bisschen besser auskennt. So, wen wollen wir denn als Teamkollegen? Ja, ich würde schon gern so einen deutsch-deutschen Stall haben. Deswegen wähle ich als Teamkollegen Sebastian Vettel. So, hier haben wir natürlich die ganzen Einstellungen. Das, was ich gesagt habe, können wir das irgendwie die Profikarriere aktivieren? Nee, ich würde eigentlich gerne Wochenrennen-Aufteilung. Das Team wird dir zu Beginn jetzt einen Reifen vorschlagen. Okay, zurück. Ich möchte aber gerne hier Blitz-Qualifying. Genau, die Qualifying-Positionen werden in einer einzelnen Runde ermittelt. Das finde ich eigentlich relativ nice. Renndistanz würde ich schon sagen, ja, 25%. Das sind dann, glaube ich, immer so 14 oder 15 Runden. So, die KI-Fahrerstufe, ja. Damit war ich eigentlich in F1 2017 nicht so ganz zufrieden, weil zum Schluss wurde das doch relativ leicht. Ich möchte ja auch ein bisschen Herausforderungen haben, so wie in FIFA dann im Karrieremodus auch der Schwierigkeitsgrad ultimativ dazukommen wird. Das werden wir auch auf jeden Fall auf ultimativ spielen. Will ich auch hier mal eine Herausforderung haben. Also Experte bin ich nicht. Ich hatte, glaube ich, in F1 2017 auf 70 stehen. Bin gerade mal am Überlegen, so 75, also so kurz vor der 80 vielleicht, 78. Ich traue mir mal 79 zu. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich mache einfach mal das hier so. Blitz Qualifying, das Training natürlich. Ja, würde ich natürlich auch gerne überspringen wollen. Aber gut, das werden wir anscheinend auch komplett machen müssen. Das Training erstreckt sich über 3 separate Sessions. Das werde ich, wie gesagt, alles offline machen und offscreen. Ihr seht nur das Qualifying und das Rennen. Und ich denke mal, damit werden dann auch einige zufrieden sein, was sie auch im letzten Part dann gesagt haben. Oder beziehungsweise dann im letzten Projekt auch so. Amateur erfahren, Fahrtalent, was sind wir denn? Amateur erfahren, ja, ich würde schon sagen eher so Amateur. Also Bremsassistent würde ich eher Mittel sagen. Moment, es gibt doch Elite. Nee, wir machen mal Amateur, ja. Das ist für mich noch gerade recht, weil ich kann das nicht so gut. Deswegen, wir können es ja immer noch mal umstellen. So, weiter. So, dann fangen wir an mit Australien, mit dem Training in der Karriere. Dann nehmen wir das Training heute halt auch nochmal mit einfach. Aber sehr schön, muss ich sagen. So was Ähnliches wie in F1 2017 schon. Ladescreen mit Hinweisen. Ja, aber mit Screenshots-Veränderungen, ne? Genau. Sehr schön. Melbourne im Albert Park, wo die Saison traditionell beginnt. Und wir schauen mal. Ui, schön. Schönes Intro. Danke fürs Vorbeischauen. Du willst bestimmt so schnell wie möglich auf die Strecke. Es war ein harter Weg in die Formel 1. Gratulation. Aber jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Das ist Claire, Motorsportjournalistin. Schön, Sie zu treffen. Mich werden Sie diese Saison nicht mehr los. Sie hatten ja eine ziemlich ordentliche Junior-Karriere. Wie fühlen Sie sich nach dem Aufstieg in die Formel 1? Meinen Sie, Sie haben das Zeug dazu? Warten wir doch mit den Fragen bis zum eigentlichen Interview.
Sobald es etwas Action auf der Strecke gegeben hat, habt ihr sicher auch mehr Gesprächsstoff. Wie sehe es zum Beispiel nach FP1 aus? Das passt mir gut. Ich schnapp sie mir, sobald sie durchs Ziel kommen. Denk daran, dass deine Aussagen in den Medien dein Verhältnis zum Team beeinflussen. Sei also vorsichtig. Jetzt ist es aber erstmal an der Zeit, dich mit Karl zu treffen. Er wartet im Rechenzentrum. Viel Glück da draußen. Gut, die Mundbewegung war nicht so ganz synchron, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass wir jetzt auch so Interviews führen, so nach dem Training oder so. Willkommen im Rechenzentrum. Hi. Hier haben wir Zugriff auf alle Informationen, wie etwa Wagentelemetrie, Wetter, Rundenzeiten, Reifenabnutzung und so weiter. Und eine direkte Verbindung zur Fabrik haben wir auch. Wir können also jederzeit mit dem Team dort kommunizieren. Du solltest uns regelmäßig über Schwachstellen deines Wagens informieren, damit wir unsere Ressourcen möglichst effizient verteilen können. Je besser das läuft, desto schneller dein Auto. Der Aufwand lohnt sich also. Eine tolle Saison. Ja, oh. Na danke. Und lass uns gut aussehen, okay? Ja, du siehst immer gut aus. Zurückgegelte Haare. Perfekter Halt, rein Wettertaft, sag ich dazu nur. So, da hinten haben wir schon... Ah, schau mal, Sebastian Vettel. Willkommen in deinem neuen Team. Die bisherige Renngeschichte von Ferrari ist wirklich einmalig. Daher wirst du auch von Anfang an hart arbeiten und immer alles geben müssen, um dem Ruf des Teams gerecht zu werden. Aber wenn dir die Tifosi in Monza irgendwann zujubeln, dann wirst du dir sagen, es hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Also, neuer Arbeitsplatz auf jeden Fall. Viel besser überarbeitet als in Formel 1 2017. Da saßen wir ja nur ganz alleine in unserem Team-Truck rum, an unserem Laptop, hatten hier auch ab und zu mein Handy. Jetzt ist das auf jeden Fall richtig schön überarbeitet. Guck mal, mit so einem Headset, so einer schicken Kaffeetasse, einem Kalender wahrscheinlich, Handy, Maus und so weiter und so fort. Mit einem echten Ordner, also mit den ganzen Unterlagen. Also ich finde das richtig, richtig schön. Daran sieht man, dass die Entwickler wirklich was daran gemacht haben. Da oben jetzt wahrscheinlich auch mit Live-Daten vom Training. Dann werden wir diesen Part wohl doch noch nicht ins Qualifying und ins Rennen gehen. Dann werden wir diesen Part erstmal nutzen, um das Spiel ein bisschen kennenzulernen, um das Team kennenzulernen und um uns selber kennenzulernen und um uns erstmal mit den ganzen Sachen hier vertraut zu machen. Also, switchen wir mal an unseren Arbeitsplatz, wenn das geht. Jawohl. Du hast 6 ungelesene Nachrichten. Aha, das ist jetzt auch komplett überarbeitet. Wirklich, das ist komplett überarbeitet. Finde ich richtig nice. Nachrichten. Oh je, Jeff. Wettervorhersage. Ne, wir machen erstmal hier. Willkommen im Team. Hallo Stefan, willkommen im Team. Mit dir und Sebastian wird das sicher eine fantastische Saison. Meine Tür ist immer offen, falls du irgendwas brauchst. Beste Grüße, Maurizio Arrivabene. Ha, Teamleiter. Hört sich schon so italienisch an. Also, Karl Tutorials. Wie ich bereits erwähnt habe, es ist unerlässlich, die Forschung und Entwicklung nicht aus den Augen zu verlieren, um die Performance des Wagens zu verbessern. Außerdem ist darauf zu achten, dass jede Saison nur eine gewisse Anzahl an Getriebe- und Motorenkomponenten zur Verfügung stehen, die also aktiv gemanagt werden müssen. Detaillierte Informationen darüber, wie man in diesen Bereichen verfahren sollte, finden sich im Pausenmenü. Karl, aha, Vertragsübersicht. Guten Morgen, ich habe dir zur Erinnerung deine aktuellen Vertragsbedingungen angehängt. Sieh zu, dass du die Ziele, zu denen wir uns hier verpflichtet haben, auf jeden Fall auch erreichst. Also, mindestens Qualifying-Platzierung Zweiter, mindestens Rennplatzierung Zweiter. Okay, das ist ja auch gleich geblieben. Also für jedes Rennen gibt es ein bestimmtes Ziel. Das wird bei Ferrari quasi immer sein, aufs Podium zu fahren. Im besten Fall Weltmeister, sich mit Red Bull und Mercedes um den Weltmeistertitel zu streiten. Zielupdate. Hi, kannst du dir bitte die angehängten Zielinfos anschauen? Behalte sie immer im Hinterkopf und tu dein Bestes, um das Ziel zu erfüllen. Das hatten wir ja auch immer im Training. Also wenn wir da bestimmte Ziele erreicht haben, konnten wir immer Ressourcenpunkte erlangen und konnten dadurch dann unsere Komponenten verbessern. Okay, Wochenendvorschau. Aha, guten Morgen. Ich habe den Überblick über den Grand Prix an diesem Wochenende angehängt. Wenn jemand Fragen haben sollte, findet ihr mich im Rechenzentrum. Karl. Schöner Name. Also, Runde 1 Australien, Melbourne Grand Prix Circuit. So, was haben wir denn an Reifen? Gut, Soft. Wir haben 2x Soft, 5x Super Soft und 6x Ultra Soft, würde ich sagen. Fahrer, Hamilton, Vettel, Bottas, Stefan Haas, PLP. Schaut mal an, 20. Und Wettervorhersage. Wetterfront, sieht so aus, als würde es sowohl im Qualifying als auch während des Rennens trocken bleiben. Du kannst dir den aktuellen Wetterbericht gerne selber anschauen. Eine Sache weniger, die uns dieses Wochenende einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aha. Okay, sehr schön. Wir sehen uns in der Garage. Jeff, gut, das sind erstmal jetzt alle Nachrichten. Das ist ja soweit es geht nichts Neues. Ne? Also ich meine, das Wetter haben wir ja auch immer mitbekommen, aber dass wir das jetzt nochmal so detailliert in der Mail haben, ist auch neu. Switchen mal weiter zu RB.
Hier findest du alle wichtigen Informationen über deinen aktuellen Vertrag. Auf der einen Seite siehst du die Ziele und Boni, die wir mit dem Team vereinbart haben. Auf der anderen Seite befinden sich Informationen über deinen Ruf im Fahrerlager, deine Reputation in deinem aktuellen Team und deinen allgemeinen Wert für das Team, der eine Kombination all dieser Elemente darstellt. Und das finde ich jetzt auch realistischer, wirklich. Also durch die Interviews hat uns ja die Tante am Anfang auch gesagt, ne, wir sollen in Interviews immer aufpassen, was wir sagen. Jedes falsche Wort kann gleich, ja, so verstanden werden, na, was ist denn das für ein Ego? Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Deswegen, ich finde das gar nicht schlecht, dass wir so ein Gleichgewicht zwischen Fairness natürlich haben wollen, Selbstdarstellung, da will ich eigentlich nicht hin. Ich bin eigentlich nicht so ein Selbstdarsteller. Anfänger sind wir natürlich noch ganz klar am Anfang. Okay, Vertrag läuft, Vertragswert, dein Wert, da muss ich mich erstmal hier reinfuchsen. Rivalitäten zu gewinnen ist ein guter Weg, den Respekt deines Teams und der Rennstelle zu gewinnen. So können wir bessere Verträge aushandeln. Dein erster Rivale ist immer dein Teamkollege. Aber du kannst dich frei entscheiden, wen du zum Rivalen erklären willst. Je stärker der Rivale, desto mehr Respekt kannst du gewinnen. Oder verlieren. Ja gut, also ich meine, als Konkurrenten, Vettel ist ja schon mit der Stärkste. Würde nur noch Lewis Hamilton dazu kommen oder vielleicht auch ein Daniel Ricciardo. Aber ich glaube, Vettel und Hamilton wären dann so die stärksten Rivalen. Okay, das ist ja, sag ich mal, auch nichts Neues. Fahrerdetails, okay. Gut, das ist wieder nur eine ganz kleine Übersicht. Ich habe mir übrigens den Spitznamen der Glückspilz gegeben und ich wollte eigentlich die Fahrernummer 7 haben. Das ist auch meine Rücknummer beim Fußball. Gab's nicht, dann wollte ich erst die 20 haben, weil das mein Geburtsdatum, also mein Geburtstag ist. Ich bin am 20.12. geboren worden und da es die 12 halt gab, habe ich die 12 als Dezember genommen. Ne? Namenskürzel HSP, den Helm da unten habe ich mir halt so ausgesucht. Wir machen mal oben weiter. Der Forschung und Entwicklungsbaum, da muss ich dazu sagen, den habe ich in Formel 1 2017 wenig bis gar nicht eigentlich benutzt. Also ich habe mir den mal angesehen, aber für einen, der halt nicht so Motorsport begeistert ist oder der halt nicht so oft dieses Spiel spielt, ja, ist das so ein bisschen chinesisch und Bahnhof und so dazwischen. Also ich bin da wirklich auf eure Hilfe ein bisschen angewiesen, wo wir denn dann die Ressourcenpunkte hin investieren wollen. In den Antrieb, denke ich mal einfach, ne, in die Aerodynamik. Sprech das mal besoffen aus, Aerodynamik, so, Strapazierfähigkeit, natürlich ebenfalls wichtig, Getriebe, Verbrennungsmotor, damit hatten wir in dem letzten Spiel auf jeden Fall viele, viele Probleme, das weiß ich noch, Verbrennungsmotor, Motorgenerator, Unit, Heat, mit Hitze und so weiter und so fort, aber das wird alles noch mit dem Turbolader, hatten wir auch Probleme, empfohlenes Upgrade, aha, ja, da können wir uns doch erstmal helfen lassen, was ist das hier, die Zündanlage, das ist jetzt ein empfohlenes Upgrade, machen wir einfach mal. Eine verbesserte Zündanlage kann das Timing der Zündkerzen effizienter kontrollieren und die Leistung des Motors steigern. Geschätzte Fertigstellung in China, also glaube ich dann beim nächsten Rennen. Ihr seht, da muss auf jedes kleine Detail geachtet werden. Ey, nur eine Zündkerze zu wenig oder wenn nur eine Zündkerze nicht so funktioniert, dann sind das meistens schon ein paar km/h weniger. Ich mache einfach mal Upgrade entwickeln. Ich habe mir das empfohlen lassen, also das war das empfohlene Upgrade. So, was haben wir hier noch? Gut, das ist auch nichts Neues, die Lebensdauer, Verbrennungsmotor und so weiter und so fort. Da muss ich mich dann erstmal reinfuchsen. So, hier haben wir Training 1, Training 2. Ich würde dann aber tatsächlich im letzten oder im nächsten Part dann mit dem Qualifying beginnen. Ich würde die Trainingssession mal nutzen, um mich so ein bisschen dran zu gewöhnen, um die Strecke kennenzulernen, um das ganze Neue kennenzulernen. Es gibt ja auch ein paar neue Veränderungen an den Wagen. Ne? Vorne ist ja jetzt dieser Ring, dieser Schutzring wohl, was ein bisschen irritiert vielleicht, aber okay, zur Sicherheit ist das gar nicht schlecht. Deswegen würde ich sagen, war es das für den ersten Part mit Formel 1 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall mega, mega hyped. Bin ich auch schon auf FIFA 19. Deswegen, auf neue Spiele bin ich immer hyped. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und seid dann im nächsten Part wieder mit dabei. Wenn wir schon ins erste Rennen reinstarten hier in Australien, freuen natürlich noch das Blitz-Qualifying. Und schreibt mal ein paar Tipps unten rein oder schreibt einfach einen netten Kommentar. Das reicht auch schon. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.